YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdress und ich darf euch mal wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal begrüßen. Dieses Mal mit den Frühlingstrends für 2020. Ich weiß, dass viele von euch einfach 24/7 den ganzen Tag zu Hause chillen, zwangsläufig wegen dieser ganzen Kontaktverbot, Quarantänezeit. Aber meine Freunde, vielleicht interessiert sich ja dennoch der ein oder andere für die Trends, für den Frühling, für 2020. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich meine Favoriten für euch zusammentrage. Und falls ihr wollt, dass ich dasselbe für Sommer 2020 mache, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, dass ich das raushauen soll. Und wie immer, meine Freunde, befindet sich unten in der Beschreibung der ein oder andere Link, wie ihr es dann selber schafft, die ganzen Trends selber umzusetzen. Fangen wir am Anfang mit den Farben an, die für den Frühling 2020 im Trend sein werden. Und ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass es ein Institut gibt, welches entscheidet, welche Farbpantone wann im Trend sein wird. Das alles vorher prophezeit, wenn man so will. Auch jetzt steht schon fest, welche Farben für den Herbst, Winter 2020, 2021 im Trend sein werden. Muss es aber ja auch sein, weil die Kollektionen diesbezüglich schon veröffentlicht wurden. So entsteht dann quasi für jede Fashion Week ein eigener Farbkatalog, der circa, lass mich nicht lügen, 12 bis 16 Farben beinhaltet. Und ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt, wo ich der Meinung bin, die werden wir im Frühling öfter sehen. Als allererstes hätten wir da das ganz klassische Blau, nämlich Classic Blue. Das ist eine Farbe, die uns nicht nur im Frühling begleiten wird, sondern das ganze Jahr über, einfach aus dem Grund, weil sie zur Farbe des Jahres gekürt wurde. Und wenn ihr einfach mal bei Zara im Online-Shop oder bei H&M schaut, dann werdet ihr auf jeden Fall das ein oder andere Produkt finden, was genau in diesem Blauton, entworfen wurde. Gehört zu den eher tragbaren Farben, also man muss sich da jetzt nicht einen riesen Kopf drum machen, was man irgendwie dazu kombiniert. Wir werden gleich noch eine Farbe sehen, die dann vielleicht genau das Gegenteil davon ist. Ein anderes Blau, was auch für den Frühling 2020 im Trend ist, ist das sogenannte Faded Denim. Ist ein hellerer Blauton, der für mich ein bisschen attraktiver ist, gerade halt, weil Frühling, Sommer ist es hell und man will da nicht mit so dunklen Farben durch die Gegend laufen oder nicht jeden Tag damit durch die Gegend laufen. Deswegen für mich die etwas spannendere von den beiden und kennt ihr wahrscheinlich alle schon von der einen oder anderen Jeans, die ihr selber im Schrank habt. Zwei Farben, auf die ich nur kurz eingehen will. Einmal Rot, so ein ganz kräftiges, fast schon flammenartiges Rot, und Orange. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ich weiß nicht, ob das so in der ganz breiten Masse ankommen wird, aber gerade Orange, eine sehr nice Farbe, womit man ein bisschen herumspielen kann, hatten wir auch sogar schon bei den Nike Dunks in der Zusammenarbeit mit Off-White gesehen. Und als allerletztes, und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, nämlich, und jetzt haltet euch fest, Korallpink. Korallpink, ihr habt richtig gehört. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, aber das ist die Farbe für den Frühling 2020. Ich bin mir absolut sicher, dass wir diese Farbe in Zukunft häufiger sehen werden. Ich habe nämlich schon den ein oder anderen nicen Fit auf Instagram genau mit diesem Farbton gesehen und ich bin mir derzeit sogar am Überlegen, mir so einen dickeren Rollkragenpullover, so einen Strickrollkragenpullover zu kaufen, genau in diesem Farbton. Ich kann euch versuchen, den auch nochmal unten in der Beschreibung zu verlinken. Ist gar nicht teuer, ich meine so 40 Euro oder so kostet der. Aber Freunde, lasst einen für mich übrig. Ich bin mir aber auch sicher, dass viele sagen, fühle ich gar nicht die Farbe. Deswegen schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare und welche Farbe von diesen 4-5, die wir jetzt gesehen haben, gefällt euch persönlich am besten. Und generell ist festzuhalten, dass Pastelltöne, gerade auch für den Sommer, bisschen in die Zukunft gedacht, sehr, sehr, sehr im Kommen sind. Deswegen Pastelltöne, egal ob es jetzt dieses Pink ist, Gelb, Rot, whatever, sogar Grün oder Blau. Heißt natürlich nicht, dass jeder so rumlaufen muss. Freunde, das sind Trends. Daran kann man sich orientieren, muss man aber nicht. Pickt euch da am besten die Rosinen raus, die für euch in Frage kommen und das, was euch halt am meisten gefällt oder am besten steht. Kommen wir dann endlich zu den eigentlichen Trends und wir fangen direkt mit dem vermutlich größten Trend an, den es für diesen Frühling gibt, nämlich Loose Tailoring. Habe ich, glaube ich, schon 2018 vorher prophezeit, dass diese ganzen Oversized Blazer, Oversized Anzughosen, aber auch generell Oversized Anzüge definitiv ihren Durchbruch in den Mainstream kriegen. Und jetzt ist es allerspätestens der Fall, wo ich sage, ja, sie sind
angekommen. Wir haben sie bei LV gesehen, wir haben sie bei Dior gesehen. Es gab eigentlich keine Fashion Show, wo wir sie nicht gesehen haben, nämlich diese locker geschnittenen Anzüge. Dazu bitte, dazu auf jeden Fall Sneaker anziehen. Sieht einfach richtig wild aus. Ich bin derzeit sogar auf der Suche nach dem einen oder anderen und ich habe mir da vielleicht auch schon den einen oder anderen bestellt. Was ihr wüsstet, wenn ihr mir auf Twitch folgen würdet, denn da gibt es immer den einen oder anderen wilden Livestream, wo wir auch shoppen. Deswegen, falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, unten der Link in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze mal gerne abchecken. Und ein Indiz dafür, dass das wirklich schon ja, bei vielen Leuten angekommen ist, dieser Trend, ist einfach, dass es diese Anzüge mittlerweile auf ASOS oder bei Zara zu kaufen gibt. Da findet man teilweise wirklich richtig nice Alternativen zu diesem ganzen High-Fashion-Stuff. Es muss nicht derselbe Farbton sein in einem Anzug. Ihr könnt auch zwei verschiedene Farbtöne miteinander kombinieren. Für mich persönlich sieht es eher dann besser aus, wenn man das einfach in denselben Farbstil hält und dann mit ein paar Kleinigkeiten drumherum arbeitet. Zum Beispiel mit einem Hut, mit einer, ich weiß nicht, Krawatte, mit, wie gesagt, Sneakern. Was man unter dem Anzug anziehen kann, ist eigentlich ganz einfach, weil ich diese Frage schon häufiger gelesen habe. Sei es der Klassiker, ein Hemd, ihr könnt aber auch ein T-Shirt, einen Rollkragen darunter anziehen. Das absolute Highlight aber, wie man das Ganze anzieht, ist mit einem Unterhemd darunter. Ich weiß, das ist gewagt. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht so anziehen, aber ich will einmal der Vollständigkeit halber das einmal erwähnt haben. Den zweiten Trend kennen wir bereits aus der Vergangenheit, nämlich Taschen. Egal, ob es Taschen an den Hosen, Taschen an den Jacken, Taschen an den Hoodies sind, Taschen sind derzeit der Shit. Umso mehr, umso besser kann man eigentlich schon fast sagen. Natürlich benutzt die keiner. Da steckt jetzt nicht in jeder Tasche irgendwas drin, aber es sieht halt so, es sieht fresh aus, hat halt diesen Utility-Vibe, was mir persönlich sehr gut gefällt und auch da gibt es wirklich günstige Alternativen, auch weil dieser Trend wirklich schon 2019 präsent war und umso älter so ein Trend ist, umso eher findet man da auch günstige Alternativen. Trend Nummer 3 und das ist glaube ich eine Sache, wo viele Leute in der Vergangenheit gesagt haben, ich glaube das ist mehr so ein Fashion No-Go, nämlich Double Denim. Was bedeutet Double Denim? Richtig, einfach Oberteil und Hose aus Jeansstoff, nämlich Denim. Macht glaube ich Sinn und diesen Look haben wir bei Valentino gesehen, wir haben ihn bei Celine, bei Hedi Slimane gesehen, aber auch bei Loewe oder Löwe, I don't know how to pronounce it, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo sich glaube ich die Geister streiten, die einen feiern es, die anderen fühlen es gar nicht. Es muss by the way auch hier nicht derselbe Farbton sein, also dass Jeanshemd und Jeanshose exakt identisch sind und zu diesem Trend, Freunde, habe ich sogar schon ein Instagram-Bild hochgeladen. Falls ihr das abchecken wollt, dann checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Folgt mir da gerne, denn da versuche ich natürlich auch die ein oder anderen Trends hin und wieder mal aufzugreifen. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere davon inspirieren und ich kann ihnen damit die ein oder andere Hilfestellung mit an die Hand geben. Wir machen weiter mit dem nächsten Trend und da bin ich mir absolut sicher, dass 99% von euch den nicht fühlen werden. Aber Freunde, ich bin nicht derjenige, der diese Trends erschafft. Ich bin nur der Vermittler oder der Übermittler letztendlich. Ich habe da letztendlich nichts mit zu tun, Freunde, und ich bin mir fast sicher, dass ich diesen Trend auch nicht mitmachen werde, nämlich transparente Oberteile. Das ist eine Geschichte, die wir auch sehr, sehr häufig bei den Runways gesehen haben. Heron Preston, LV, Dries Van Noten, alle gehabt. Ich kann euch gerne auch nochmal einen Fit von A$AP Rocky zeigen, wo er den ersten Trend, nämlich dieses Loose Tailoring, mit diesem transparenten Look kombiniert hat, weil er hat unter dem Blazer so ein durchsichtiges Dior-Oberteil angehabt. Klar, er kann das tragen. Ich glaube, für viele Leute ist das zu extravagant. Ich kann euch nur einen Tipp an die Hand geben, dass ihr das nicht oberkörperfrei anziehen müsst. Ihr könnt zum Beispiel unter diesem transparenten Ding ein normales T-Shirt, ein Longsleeve oder whatever anziehen und dann glaube ich schon eher, dass sich damit Leute anfreunden können. Nichtsdestotrotz wirklich ein ja, extravaganter Trend, wo ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass er bei der ganz breiten Masse ankommen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der irgendwie nice kommt, zum Beispiel mit einem T-Shirt, ganz normales T-Shirt und darüber so ein transparentes, ich weiß nicht, Kurzarmhemd. Ich weiß, wir müssen das in Zukunft genau im Auge behalten, aber schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Würdet ihr das rocken oder eher die Finger davon lassen? Ein Trend, den wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen hat, sind diese Gürteltaschen, die man sich so um die Schulter klemmt. Freunde, damit ist jetzt wirklich endgültig Schluss. Ich will nicht sagen, dass man es gar nicht mehr anziehen kann, aber damit ist man auf jeden Fall nicht mehr
der Styler, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach an der Zeit, weiterzugehen. Ich glaube, dieser Trend hat irgendwann mal 2017 angefangen. Soll aber nicht bedeuten, dass wir komplett auf Taschen verzichten müssen. Ich glaube wirklich, Taschen waren noch nie so im Trend wie je zuvor. Ihr müsst nur zu den richtigen Taschen greifen. Zum Beispiel hier so eine von Prada, die man sich so, die man so diagonal trägt. Davon gibt es ja auch wilde von Dior, dieses Saddlebag. Extrem nice, aber mit 1500 Euro wirklich extrem teuer. LV hat dann teilweise ganz verrückte Aktenkoffer und Taschen rausgebracht, die auch in eine innovative Richtung gehen. Aber wer sagt, nee, das gefällt mir nicht. Für den habe ich dann noch eine letzte Option, nämlich die Taschen, die man sich so um den Hals hängt. Ich glaube, das wird für viele so die alltagstauglichste Geschichte sein. Der King von diesen Taschen wird wahrscheinlich Jacquemus sein. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ausgesprochen, Freunde. Ich bin da absolut lost, aber seine Taschen sind wirklich, ich glaube, das Nonplusultra in dieser Welt. Ich will nicht spoilern, aber vielleicht kommt da in naher Zukunft da in diese Richtung was auf uns zu. Lasst euch überraschen. Freunde, Question of the Video geht raus an euch. Welche Trends habt ihr noch auf dem Schirm? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Falls ihr noch Bock habt, euch die Top-Sneaker für 2020 abzuchecken, dann packe ich euch den Link hier irgendwo ins Bild, weil da ist ein Video auf dem Vlogging-Kanal online gekommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Boah, fast verbrannt wegen dem Heat, der da drin ist.